Willkommen Freunde zu den Pay News. Heute geht es unter anderem um den PC-Trailer zu GTA 5, dann um die Gamescom. Ab sofort könnt ihr da jetzt die Early Birds Tickets vorbestellen. Natürlich findet die Gamescom in Köln statt. Quantum Break wurde jetzt offiziell auf 2016 verschoben und ich werde auch nochmal was zu dem Gewinnspiel zu The Hunter Primal sagen. Das alles jetzt gleich nach dem Intro. Gestern um 16 Uhr war es endlich soweit und der PC-Trailer zu GTA 5 ist veröffentlicht worden. Alle haben sich gefreut und ich dachte mir auch, lade ich den Trailer mal hoch und mache noch einen Vlog, wo dann auch der Trailer zu sehen ist. Allerdings ist Rockstar Games relativ rigoros gegen Leute vorgegangen, die diesen Trailer hochgeladen haben. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme die Videos wieder offline und werde heute innerhalb der Pay News dann nochmal auf den Trailer zu sprechen kommen und den auch nochmal hier reinschneiden. Allerdings nur ein Ausschnitt und auch keine Musik, damit ich keine Probleme bekomme, damit man das jetzt mal versteht. So, der kommt in geschmeidigen Bildwiederholrate von 60 FPS, also mit 60 Bildern die Sekunde in einer Auflösung von 1080p und sieht wirklich sehr beeindruckend aus. Und man sieht nochmal den Unterschied zwischen den Konsolenfassungen und der entsprechenden PC-Version. Solltet ihr euch auf jeden Fall dann auch wirklich in 60 FPS mal angucken. Außerdem gab es heute auch auf einer russischen Webseite von Rockstar Games ein privat deklariertes Video zu den Heist-Missionen zu der PC-Version. So interessant war das wohl nicht, also so interessante Szenen wurden da wohl jetzt nicht gezeigt. Mittlerweile ist das Video auch schon wieder offline genommen worden. Das wollte ich euch einfach jetzt nochmal sagen. Wie gesagt, im Hintergrund nochmal der Trailer, aber guckt euch den auf jeden Fall mal ganz an und mit 60 FPS auf jeden Fall beeindruckend. Und auch der 14. April als Release-Datum wurde jetzt nochmal bestätigt am Ende des Trailers. Ich bin gespannt. Der Action-Titel Quantum Break lässt sich in diesem Jahr noch ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise wird in diesem Jahr gar nicht mehr erscheinen. Das ist jetzt offiziell bestätigt worden, denn bereits vor einigen Tagen ließ ja der niederländische Community- und Social-Media-Koordinator von Microsoft, Dayjim, durchblicken via Twitter, dass der Titel wohl nicht mehr 2015 erscheinen wird. Jetzt ist das Ganze offiziell bestätigt worden seitens Publisher und Entwickler Microsoft und Remedy Entertainment. Unter anderem seien Gründe dafür, dass in diesem Jahr noch viele Spiele erscheinen werden, darunter zum Beispiel Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Forza Motorsport 6 und Fable Legends. Außerdem benötigt man natürlich diesen berühmten Feinschliff, also die zusätzliche Zeit natürlich für den berühmten Feinschliff, hätte Assassin's Creed Unity auch gut vertragen können. Entschuldigung. Außerdem möchte man natürlich den Fans das Unterhaltungserlebnis geben, das sie auch erwarten. Zitat: Wir danken unseren Fans für ihre Geduld, so Creative Director Sam Lake. Und ein genaues Release-Datum gibt es natürlich dazu noch nicht. Aber ja, 2016, mal gucken, dann vielleicht im ersten Quartal, zweiten Quartal, schauen wir mal. Die berühmt-berüchtigte Computer- und Videospielmesse Gamescom findet natürlich auch in diesem Jahr wieder in in Köln statt. Ein renommiertes Fachmagazin aus der Gaming-Branche hat sich da am 1. April einen kleinen Scherz erlaubt. Haha, Journalistenpack, schrecklich mit denen. Wer in diesem Jahr natürlich auch zu Gamescom möchte, sollte sich langsam Gedanken um ein Ticket machen, denn die sind relativ schnell ausverkauft, jedenfalls an den Tageskassen, denn ja, wollen viele zur Gamescom offenbar und der Andrang steigt natürlich auch jedes Jahr mehr. Das heißt, einfach dann vielleicht per Vorverkauf versuchen, sich schon mal ein Ticket zu sichern. Und das könnt ihr jetzt auch schon machen, denn der frühe Vogel fängt den Wurm und unter diesem Motto hat jetzt der Veranstalter der Gamescom offiziell den Vorverkauf der Early Birds Tickets begonnen. Die sind preisreduziert und die könnt ihr noch bis zum 30.04. kaufen. Ihr solltet euch allerdings beeilen, weil aus Erfahrung wissen wir, dass die relativ schnell vergriffen sind. Alle Infos zu den Tickets gibt es natürlich auf der offiziellen Webseite zu Gamescom auf gamescom.de. So, nochmal ganz kurz zu dem Gewinnspiel zu The Hunter Primal. Das sollte ja eigentlich gestern innerhalb des Vlogs aufgelöst werden. Allerdings habe ich den Vlog wegen dem GTA 5 Trailer, der da drin war, wieder offline genommen. Jetzt habt ihr hier innerhalb des Videos die Möglichkeit, diese drei Keys zu gewinnen. Was ihr machen müsst, einfach den Namen des Flugsauriers aus The Hunter Primal richtig in die Kommentare schreiben. Dann werde ich aus den, aus den ganzen Einsendungen dann durch Zufall herausfinden, wer denn da gewonnen hat. Das Ganze läuft noch bis Sonntag 18 Uhr und dann haben auf jeden Fall jetzt nochmal drei Leute die Möglichkeit, einen Key zu gewinnen. Viel Spaß und natürlich auch viel Erfolg euch! Das war die Pay News zum Freitag, das heißt, vor uns liegt jetzt erstmal das Wochenende und vielen Dank natürlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten News. Ciao! Der Action-Titel Quantum Break lässt sich in diesem Jahr noch ein bisschen mehr Zeit.
Bereits der niederländische Community- und Social-Media-Koordinator von Microsoft, Jay Dim. Das in den letzten Jahren meistens an den Tageskassen es sehr schwer war, Tickets zu bekommen. Meistens nur.